Es ist vom Gefühl her, ich spüre zu wenig. Wie wenn ich nicht so richtig draufstehe, mit der Schulter hineingehe. Dann gehst du einfach vorne, aber du spürst nicht so gut. Am Anfang, als ich zu wenig Camping hatte, dann ich habe den Schnee zu wenig gespürt. Mhm. Dann ich habe es, wie gesagt, gemerkt, es geht schon, aber ich habe nicht hundertprozentig Sicherheit, dass noch frecher zu fahren oder Gräder oder mich noch zu retten. Dann, als wir das gewechselt haben, war es gut. Also ich habe schon, ich hatte die Zeit zum Überlegen, was ich machen will, was mit der Ski passiert und nicht nur, oh, jetzt ist nächste Kurve dran, ich soll noch irgendwie durchkommen. Das ist schon cool. Wenn wir von Canting sprechen, das hört man immer wieder, wir sprechen von Canting, das ist bei uns, da verstehen wir die Einstellung, das sind die seitlichen Winkel, wie wir den Schuh, die Unterschale bzw. die Manschette auf den Fuß, auf den Unterfuß, auf den Waden einstellen. Man kann es auch so verstehen, das ist X-Bein oder O-Bein, das wird dann ganz genau auf das eingestellt. Wenn jemand X-Beine hat nach innen, wenn jemand O-Beine hat nach außen. Das heißt, das wird auf die Anatomie vom Körper, vom Unterschenkel ganz genau eingestellt. Bei der Lara ist es so, dass wir momentan ein bisschen am Suchen sind, wo, in welche Richtung gehen wir. Geht es Richtung neutral, das heißt auf Null, oder geht es leicht nach außen? Also das ist jetzt momentan die Situation, wo wir auf verschiedenen Schneearten probieren müssen. 0,5 heißt bei ihr ein bisschen nach außen. Also die Schuhstellung, wenn man von hinten reinschaut, geht in diese Richtung. Hier kontrolliere ich die Schale, wie sie vom Winkel her steht, ob sie mir zu weit raussteht oder zu weit rein. Dass ich auf meine 0,5 Grad komme, kann ich hier den Boden hobeln, dass ich auf das richtige Maß komme. Skifahrerei ist, wie schon gesagt, sehr komplex und viele Sachen müssen zusammenpassen. Das ist genau das, wo die Athleten über das ganze Jahr hinüber sich hinarbeiten und versuchen, das Optimum herauszuholen. Dann kommen auch oft Spitzenleistungen zutage, aber das wird über Jahre trainiert. Und die Athleten versuchen auch über Jahre den perfekten Schwung zu finden. Das hat sehr viel mit Technik zu tun, es hat sehr viel mit Kraft, Kondition, Ausdauer, aber auch im Materialbereich sind viele Komponenten, wo zusammenpassen müssen. Und ich persönlich kenne sehr wenige Sportarten, wo so komplex sind und so viele Faktoren aufeinandertreffen. Wenn man zu viel Platz hat im Schuh, verzögert das das Ganze auf den Ski relativ extrem. Und wenn man zu wenig Platz hat, ist es aggressiv oder schmerzt. Und da einfach den Mittelweg zu finden, ist natürlich sehr entscheidend für einen optimalen Schwung. Man muss das spüren und irgendwie im Kopf behalten. Und dann in den nächsten Monaten kriegt man das Ganze zusammen und weiß genau, wie, wo und wann man das braucht. Am Anfang ist es wirklich nur Lernen.